Wunderschönen guten Morgen da draußen. Wir haben heute Freitag und ich bin schon unterwegs. Wir haben es 8:30. Die Jungs sind abgeliefert, die Millis zu Hause. Ich bin nämlich gerade am Weg zum Arzt. Ich brauche eine Bestätigung. Ja, und danach muss ich zur Apotheke. So, ich bin fertig. Ich war jetzt beim Arzt. Bei der Apotheke war ich, weil ich habe mir Schnelltests geholt, 5 Tests, also ich habe 10 bekommen. Covid-19-Antigen-Rapid-Test, so sehen die aus, die kriegen wir gratis. Und weil dadurch heute die Milli mal testen, ob sie was hat, aber ich glaube nicht. Man kann ja nie wissen. So heiß. Ich werde jetzt wieder nach Hause fahren zu Milli und alles erledigen. Wieder zu Hause und jetzt habe ich bei der Milli einen Corona-Test gemacht. Tests abwarten. Aber sieht eh gut aus. Also sie ist meine Lieben, ihr habt gesehen, ich habe geputzt und jetzt stehe ich schon vor der Schule. Wir haben es kurz vor 11:30. Ich hole nämlich den Luca ab von der Schule, weil es ist die vorletzte Schulwoche und laut Lehrerinnen bekommen sie die ganzen Schulsachen schon mit nach Hause oder auch nächste Woche. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich hole ihn ab und ja. Später, also um 1 muss ich dann bei meinem Bruder in der Arbeit sein, denn er macht mir einen Ölwechsel bei meinem Auto. Und ja, genau, jetzt gehe ich einmal raus, schau, wo der Luca bleibt und schauen wir mal, ob er mich findet. Ich stehe nämlich ganz weit vorne und ja, okay. So, meine Lieben, wir haben es mittlerweile schon 12.39 Uhr. Es gab eine kleine Planänderung, weil eigentlich sollte der Luca neben mir sitzen und mit mir mitfahren zu meinem Bruder, damit ich nicht so alleine bin. Ja, ich habe ihn abgeholt und dann meinte er direkt vor der Schule, ob er nicht mit einem Schulkameraden mit nach Hause fahren darf und ich soll einfach seinen Rest mitnehmen, also seine Schultasche, Werkkoffer und so weiter. Habe ich natürlich gemacht, denn was soll er zu Hause machen, wenn wir eh nicht wirklich raus können, wegen der Emilia. Ja, somit ist er jetzt bei einem Schulfreund und ich bin jetzt am Weg zu meinem Bruder. Ja. Mal schauen, der Fabi hat noch Schule, eine Stunde. Und dann wieder eher auch schon nach Hause kommen. So, wieder im Auto. Ich habe leider meine Kamera im Auto vergessen und mein Bruder hat das Service gemacht. Blöd gelaufen. Also ich bin froh, so eine Familie zu haben. Ja, ich habe das Fenster offen. So. Er hat gemacht Ölwechsel, dann hat er so noch alles kontrolliert. Dass eben dann für unseren großen Urlaub alles bereit ist und ja, mein Auto fahrtüchtig ist, denn wir fahren mit meinem Auto in den Urlaub. Genau, ich freue mich schon. Jetzt fahre ich noch mal kurz zur Bank, dann zum Penny und dann ab nach Hause. Der Fabi hätte heute noch Training, aber ich weiß nicht, ob er geht. So schön. Ich bin wieder zu Hause, war auch schon einkaufen und jetzt mal ich mit der Milli. Es geht schwer, gell?
Jetzt haben wir uns ins kühle Zimmer verzupft, obwohl die ganze Wohnung schon kühl ist. Ja, weil es tröpfelt. Ja, jetzt fängt es an zum Tröpfeln. Jetzt spielen wir mit den Dinos. Ja, ich hab den großen. Und die Millie ist ganz heiser, gell? Ja, und ich bin krank. Komm doch raus. Er soll jetzt nicht rausgehen. Unter deinem Bett sind deine ganzen großen Kuscheltiere versteckt. Endlich. So, jetzt spielen wir ein bisschen mit den Dinos. Zeitvertreib. Wir haben schon gezeichnet. Ich habe schon die doppelten Fußballsticker auf. Und hier habe ich das gemalt. Ja, das, was wir gezeichnet haben, hat die Melita jetzt selber hergeklebt. Also du hast das gemalt. Mama, komm, wir machen so einen Kreis. Ja. Also der Fabi hätte heute eigentlich auch Fußballtraining, aber er will nicht, weil er hat Kopfschmerzen. Kann ich ihm nicht verübeln, weil ich habe auch Kopfschmerzen. Ja, der Luca ist noch bei seinem Schulfreund. Ich habe jetzt vor so ein süßes Video zugeschickt bekommen vom Luca. Die haben dort so ein, was ist das, Badeteich? See? Irgend sowas? See nicht, ich glaube ein Badeteich. Und dort ist er reingekupft. Und die eine liebe Mami hat mir da ein Video geschickt vom Luca, wie er da zweimal reingekupft ist. Ist sehr hoch eigentlich. Also auf dem Video sieht es halt sehr hoch aus. Genau, wir bauen jetzt da die Dino-Straße auf mit Palmen. Schau mal, Mama, hier können alle Dinos rein. Jetzt hat die Millie ihren Dinos ein Obst gegeben. Jetzt wollte sie auch ein Obst haben. Was hast du jetzt bekommen von mir? Ich habe Weintrauben bekommen. Ja. Komm, spielen wir. Gott, ihre Stimme ist total weg. Das ist unglaublich. Ja, weil der Papa hat gesagt, meine Stimme war gestern da. Die war gestern da und jetzt ist sie weg? Ja. Ja. Komm, ich spiele. Ich sitze jetzt wieder im Auto, weil ich hole jetzt den Luca ab von seinem Schulfreund und es regnet. Alles gut und schön, es ist gut, wenn es regnet, es ist gut, wenn es kühler ist, auch zwischendurch. Aber wenn ich rausgehe, muss es nicht regnen. Ich mag keinen Regen. Ich habe noch 8 Minuten, dann sollte ich ihn abholen. Sollte sich aber gut ausgehen. Ja, der Papa ist zu Hause, der kocht. Ich koche dann später noch Würstel mit Saft. Ein stinknormales Essen. Oh Gott, ich hasse Regen. Hinter mir fährt die Rettung. Sehr interessant. So, der Lucky ist auch schon wieder da. Ach Gott, er schüttet. Aber der Luca war eben beim Schulfreund, das habe ich vorher schon erzählt. Und die waren schwimmen. Im See. Und wie die haben so ein Surfbrett gehabt, wo man rudern konnte. Und da sind wir dann auch auf dem großen See gefahren. Hier können wir mal zum Dermann. Ja, da war ich schon. Weil das schmeckt so gut dort. Von wo weißt du das? Weil wir heute da dort waren. Mit der Schule? Nein, nicht mit der Schule. Felix. Ah, ja, meine Lieben, ich werde an dieser Stelle meinen Vlog beenden, beziehungsweise unseren Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 18 Uhr. Tschüss! Ciao!